Es ist der spektakuläre Abschluss einer langen Reise. Gesäumt von einem Meer aus Schilf, Gras und Wald. Nur wenige Flügelschläge hinter den Stränden der berühmten Ostseebäder liegt eine grenzenlose Wildnis. Das Oder-Delta. Das Oder-Delta ist eine Landschaft der Superlative und in seiner Bedeutung einzigartig in Mitteleuropa. Der Natur Platz geben, das ist das Geheimnis. Sowohl in Polen als auch in Deutschland steht diese Region unter besonderem Schutz. Wilde Herden von Wisenten, mehrere Wolfsrudel auf beiden Seiten der Grenze, Europas größtes Brutgebiet für Seeadler und hunderte Biber finden in den Armen des Oder-Deltas ein Zuhause. Entlang der gesamten flachen Haffküste ziehen sich weite Schilfgürtel. Sie sind die Kinderstube für Fische, Brutplatz vieler Wasservögel und im Herbst das Schlafzimmer tausender Rauchschwalben. Sie haben viele Feinde. Besonders kleinere Greifvögel wie Falken oder Sperber. Ein Seeadler versetzt den Schwarm in Alarmbereitschaft. Die erste Schwalbe fliegt los und alle anderen folgen. Dabei ist er an ihnen gar nicht interessiert. Er jagt Fische. Das Haff ist voll von ihnen. Eine unendliche Wasserwildnis. Nirgendwo leben mehr Seeadler in Europa als hier. Das Haff ist größer als der Bodensee und doch nur ein Teil des gesamten Deltas. Die Oder ist für über 100 Kilometer Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen. Das Oder-Delta erstreckt sich von Stettin bis zu den nördlichen Spitzen der Ostseeinseln Usedom und Wolin. Stettin ist die zweitgrößte Hafenstadt Polens. Sie ist durchzogen von Wasserstraßen. Nur ein paar Kilometer weiter nördlich mündet die Oder im Stettiner Haff. Im Süden des Deltas entstehen die Urwälder von morgen. Seit Jahrzehnten gibt es auf deutscher Seite in der Ückermünder Heide einen absolut sicheren Ort für wilde Tiere. Den Truppenübungsplatz. Es ist paradox. Wo Krieg geübt wird, ist es für die Natur am friedlichsten. Weite Bereiche sind für Menschen gesperrt. Einige angrenzende Flächen wurden der Natur komplett überlassen. Aus monotonen Kiefernforsten entwickeln sich wieder ursprüngliche Wälder, die mit Mooren und Heidelandschaften allein für Tiere und Pflanzen reserviert sind. Rehböcke haben Reviere mit klaren Grenzen. Eindringlinge werden nicht geduldet. Bei ihren Revierkämpfen werden sie unaufmerksam.
Ihr Treiben bleibt nicht unbeobachtet. Er hat etwas entdeckt und es kommt direkt auf ihn zu. Seine Mutter. Mindestens einmal am Tag schaut die Wölfin nach ihren Welpen. Es ist ihr 5. Wurf auf dem Truppenübungsplatz. Und sie weiß, diese Waldwiese ist ein sicherer Ort. Es sind die letzten Tage, in denen die Jungen noch einmal Milch bekommen. Mit 8 Wochen sind sie alt genug für feste Nahrung. Ihr Hunger ist groß. Das Rudel muss jetzt ständig Beute machen. Die Eltern sind die wichtigsten Jäger. Das Überleben der Welpen hängt aber vom gesamten Rudel ab. Die ältere Schwester vom letzten Jahr trägt wie ihr Vater ein Sendehalsband. Nicht jeder ist begeistert von der Rückkehr der Wölfe. Sie werden deshalb permanent beobachtet, um zu wissen, wo und was sie jagen. Zusammen mit ihrem Bruder kümmert sie sich um ihre kleinen Geschwister, solange die Alten auf der Jagd sind. Freudig begrüßen die Welpen ihren großen Bruder. Sie wissen, wenn man ihm lang genug die Schnauze leckt, wirkt er perfekt vorverdaute Nahrung hervor. Intime Einblicke in das Familienleben von Wölfen, die auch in der Wildnis des Oder-Deltas Seltenheitswert haben. Wie sagt man dem Kleinen deutlich, es reicht? Meistens sind nur 3 der Welpen zu sehen. Sie sind extrem neugierig. Und leider oft sehr unvorsichtig. So kommen sie später Menschen und Straßen zu nah. Der Wald ist reich an Beute. Die Eltern müssen nie weit laufen. Seit einiger Zeit aber gibt es kein Lebenszeichen mehr vom Rüden. Wildkameras haben ihn und die Wölfin zur Paarungszeit am Bau aufgenommen. Zwei Monate später ist er allein und schon sehr abgemagert. Wenige Tage nach der letzten Aufnahme wird sein Halsband am nahen Fluss gefunden. Er wurde 14 Jahre alt. Gemeinsam mit der Wölfin hat er in den Jahren über 20 Nachkommen großgezogen. Das Schicksal des Rudels scheint ungewiss. Noch sind die Jungen bestens versorgt. Doch schafft es die Mutter allein? Reicht die Hilfe der einjährigen Geschwister? Kurz nachdem der alte Rüde verschwand, taucht ein Fremder in ihrem Revier auf. Seine Körpersprache ist nicht feindselig. Das Rudel auf dem Truppenübungsplatz hat nun einen neuen Rüden. Vielleicht haben alle den Wechsel kommen sehen. Die Jährlinge akzeptieren ihn schon.
Wie aber reagieren die Welpen und die Wölfin? Löwen- oder Bärenmännchen töten die Jungen ihres Vorgängers, um ihre Gene zu vererben. Bei Wölfen in Europa wurde ein solches Verhalten noch nicht beobachtet. Und tatsächlich, der neue Rüde adoptiert die Kinder des Vorgängers. Zum ersten Mal bei wilden Wölfen in Deutschland gefilmt. An solchen Rückzugsorten hat das Rudel eine Zukunft. Seine Nachkommen werden durch das Oder-Delta streifen und irgendwann eigene Familien gründen. Die weiten Wälder Westpommerns auf polnischer Seite. Genug Platz und Ruhe für eine seltene Art. Sie waren einst ausgerottet, wie die Wölfe. Wisente. Jahrzehntelange Zucht- und Ansiedlungsprojekte waren erfolgreich. Über 200 Tiere ziehen in mehreren kleinen Herden durch die Wälder. Und ihre Zahl wächst. Die Kälber kommen das ganze Jahr über zur Welt. Da alle Mütter als Ammen für die Kleinen da sind, haben sie kein Problem, die magere Jahreszeit zu überstehen. Die Führung der Herde übernimmt die erfahrenste Wisent-Kuh. Der stärkste Bulle hat das Privileg, sich mit sämtlichen Weibchen zu paaren. Konkurrenten werden von ihm nicht geduldet und verlassen die Herde. Sie ziehen auf der Suche nach Weibchen umher. Nach über 250 Jahren kommt so im Herbst 2017 ein alter Wisentbulle über die Oder wieder nach Deutschland. In Polen war er ein gern gesehener Gast in Städten und Dörfern. Schulklassen besuchten ihn. Anders als in Polen hat man in Deutschland keine Erfahrung im Umgang mit den friedlichen Riesen. Wisente stehen auf der roten Liste bedrohter Arten. Und somit unter absolutem Schutz. Das regionale Ordnungsamt trifft eine Entscheidung. Allen Gesetzen zum Trotz wird das Tier erschossen. Zum Schutz der Bevölkerung. Es wurde Strafanzeige gestellt. Zumindest löste der Fall eine Diskussion aus, wie mit solchen Rückkehrern umgegangen werden soll. Die Wisente leben auf polnischer Seite wild. Und sie werden behütet wie ein kostbarer Schatz. In Polen lebt man seit jeher Seite an Seite mit Bär, Wolf und Wisent. Damit die Tiere nicht auf die Ackerflächen der Bauern gehen und dort Schaden anrichten, werden sie gefüttert. Zum Überleben brauchen sie die zusätzlichen Rationen nicht. Durch die Leckereien werden die Wisente vielmehr dazu erzogen, den Wald nicht zu verlassen. In jeder Gruppe leben Tiere mit einem GPS-Sender. So wissen die Forscher jederzeit, wo sich die Wisente aufhalten und können eingreifen, falls doch mal einer aufs Feld läuft. Die Winter im Haff sind milder geworden. Die Veränderung des Klimas bringt immer später und seltener Kälte. Sobald die Fröste stärker werden, beginnt das flache Haff zuzufrieren. Manchmal reicht schon eine Nacht. Da
Das Oder-Delta ist eines der wichtigsten Überwinterungsgebiete der Ostsee. Tausende Wasservögel drängen sich an den letzten eisfreien Stellen. Ihnen folgen die Jäger. Ein Duell beginnt. Schwimmhäute für die eine, Fänge mit 5 cm langen Krallen für den anderen. Lässrallen, extrem gute Taucher im flachen Wasser. Seeadler, ausgerüstet mit den schärfsten Augen der Welt. Blässhuhn gegen Seeadler. Ein ungleicher Kampf. Die Rallen haben nur eine Chance: den Greifvogel verwirren. Der junge Seeadler geht leer aus. Andere hatten mehr Glück oder Talent. Und war einer erfolgreich, machen die anderen sich nicht die Mühe, selbst zu jagen. Bei den vielen Artgenossen keine leichte Sache, auch mal etwas für sich zu behalten. Nirgendwo im Ostseeraum überwintern mehr Seeadler. Am Ende bekommt derjenige die Beute, der sich durchsetzen kann. An den Ufern von Stepnica auf polnischer Seite liegt das Reich der Koniks. Viele Jahrzehnte war das Gebiet intensive Viehweide. Dieses Land wurde der Natur zurückgegeben. Der Winter kommt spät in diesem Jahr. Im März gibt es Frost und Neuschnee. In der Herde sind viele Stuten trächtig und stehen kurz vor der Geburt. Die ersten Fohlen haben einen eisigen Start ins Leben. Aber die robusten Wildpferde sind an solche Bedingungen bestens angepasst. Koniks leben halb wild, das ganze Jahr über draußen. Sie brauchen die Hilfe des Menschen auch im Winter nicht. Sie finden immer Futter. Die Herde ist ein Neuanfang, ein Test. Wie wild kann das Oder-Delta wieder werden? Platz genug gibt es. Wildnis heißt auch, die Kreisläufe der Natur wieder zuzulassen.
Schon von Weitem haben die Wildschweine die Kolkraben gehört. Sie finden das Futter immer als Erste. Wo viele Raben viel Lärm machen, lohnt es sich nachzusehen. Es ist ein besonderer Ort. Die späten Fröste haben alte und schwache Konix nicht überlebt. Hierher ziehen sie sich zurück. Zum Sterben. Die Raben haben die Wildschweine absichtlich angelockt. Sie brauchen sie, um den Kadaver zu öffnen. Die Raben sind allerdings auch schlau genug, die Schweine wieder loszuwerden. Auch die Seeadler haben die Raben entdeckt. Das bedeutet leichte Beute. Sie nehmen, was sie kriegen können. Es ist in der EU verboten, Kadaver in der Wildnis liegen zu lassen, wegen möglicher Seuchengefahr. Diese aber konnten nicht geborgen werden. Und so übernimmt die Natur wieder ihre Aufgabe. Kolkraben sind die Gesundheitspolizei. Sie locken alle an. Innerhalb kurzer Zeit sind die Überreste verschwunden. Während die anderen kommen und gehen, bleiben die Raben vom Anfang bis zum Schluss. Sie sind immer dabei und scheinen alles unter Kontrolle zu haben. Auch das gehört hier zum Kreislauf des Lebens. Bisher wird der Zuwachs der Herde von den Naturschutzbehörden begrenzt. Sie bleibt stabil bei einer Größe von ungefähr 200 Tieren. Seit über 10 Jahren zeigen die Wildpferde, dass sie problemlos ohne menschliche Unterstützung in der Wildnis am Oderdelta überleben können. Die Inseln Wollin und Usedom schieben sich wie ein Riegel zwischen das Delta der Oder und die offene See. Fast 100 Meter ragen die mit alten Buchenwäldern bewachsenen Hügel in die Höhe. Eine Barriere, die nur durch drei Mündungsarme durchbrochen wird. Die Dschivna mündet im Osten, die Swine in der Mitte und der Peene-Strom im Westen in die Ostsee. Er ist der einzige Abfluss auf deutscher Seite. Zusammen mit der Lagune des Achterwassers schließt er im Norden an das Haff an. Es ist der 4. November 1995. Windstärke 9 über Nordwest auf Nordnordost.
Eine Sturmflut durchbricht den Deich, der den Wald dahinter schützt. Der Anklamer Stadtbruch ist komplett unter Wasser. Bis heute. Von einem Tag auf den anderen wächst das Haff um eine Fläche, die so groß ist wie Berlin und Hamburg zusammen. Es war der Start für eines der ambitioniertesten Renaturierungsprojekte Europas. Innerhalb von 20 Jahren verwandelte sich der Wald in eine Wasserwunderwelt. Die mächtigen Kiefern und Eichen von einst sind komplett abgestorben, aber noch stark genug, um die tonnenschweren Horste von Seeadlern zu tragen. Mehr als 200 Paare brüten im gesamten Oder-Delta. Allein 10 im Anklamer Stadtbruch, wo sonst für maximal 2 Paare Platz war. Fast wie in einer Kolonie. Einzigartig in Europa. Bis 2015 war die größte Kormoran-Kolonie Deutschlands im nahen Stadtbruch. Der weiße Guano aber zersetzte in wenigen Jahren das Holz. Und die abgestorbenen Bäume hielten nicht mehr. Die Vögel zogen weiter. Inmitten der neuen Kormoran-Kolonie brütet seit Jahren ein Adlerpaar. Wer wohl zuerst da war? Normalerweise werden die schwarzen Vögel von den Seeadlern gejagt. Sie gehen sich aus dem Weg. Doch hier scheint eine Art Burgfrieden zu herrschen. Das Paar hat nur ein Junges. Dabei legt ein Weibchen immer 2 Eier. An der Lage des Horstes kann es nicht liegen. Direkt am fischreichen Peenestrom und am Haff. Es ist zudem nicht die erste Brut der beiden. Sie sind alt genug und erfahrene Jäger. Es gibt viele Gründe für den Verlust eines Jungen. Ein Ei wurde nicht befruchtet oder die Brut wurde gestört. Zudem können andere Greifvögel sich ein kleines holen, wenn die Eltern unaufmerksam sind. Die alte Kiefer trägt seit 10 Jahren den Horst eines anderen Seeadlerpaares. Sie brüten seit Ende Februar. Mitte April ist es dann soweit. Das erste Küken schlüpft. Das zweite folgt wenige Tage später. Behutsam werden sie mit kleinsten Stückchen gefüttert. Anfangs bleibt immer ein Elternteil zur Sicherheit beim Nachwuchs, während der Partner auf Jagd ist.
Ende Mai sind die Küken ungefähr hühnergroß. Einen Monat später werden sie den Horst verlassen. Der junge Seeadler in der Kormoran-Kolonie ist fast flügge. Jetzt unternimmt er seine ersten Flugversuche. Zuerst nur auf dem Horst, dann jeweils einen Ast weiter. Er bekommt immer weniger Futter und damit immer mehr Gründe, um bald für sich selber zu sorgen. Auf ihrem Weg ins Oder-Delta fließt die Peene durch Vorpommern. An ihren Rändern überflutete Wiesen und märchenhafte Auwälder. Mächtige Burgen tauchen an den Ufern auf. In den vielen kleinen Nebenflüssen und Seitenarmen des Deltas, teilweise alle 100 Meter. Am Abend werden die Biber aktiv. Kommen aus den Burgen, wo sie den Tag verschlafen haben. Der Naturpark Peenetal wird der Amazonas des Nordens genannt. Viel Wasser, viel Futter, viel Platz. Perfekt für Biber. Im Frühjahr stehen vor allem saftige Blätter auf ihrem Speiseplan. Der Eingang zur Burg liegt stets unter Wasser. Wegen der Wasserschwankungen im Oder-Delta bauen die Biber deshalb besonders hohe Behausungen. Hier lebt eine Großfamilie. Die Eltern mit den Jungen aus dem letzten und den Kleinen aus diesem Jahr. So können es schon mal bis zu 10 Biber unter einem Dach sein. Jeder hat seine eigene Schlafecke. Die Mutter bezieht mit den Kleinen eine gemeinsame Kinderstube. Die Alten können bis zu 1,20 Meter groß und bis zu 40 Kilogramm schwer werden. Die Burg muss also einiges an Platz bieten. Sie wird ständig vergrößert und repariert. Wände und Kammern werden verschoben, je nach Bedarf und Wasserstand. Nach 2 Jahren bei den Eltern bauen sich die Jungen eine eigene Burg. Zuerst für Singles, aber bald schon wird wieder angebaut und erweitert. Unendliche Wasserflächen zwischen Peene und Anklamer Stadtbruch. Mehr als ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit dem Start eines gigantischen Projektes. Auf 25.000 Hektar soll wieder Moor entstehen. Wo heute die seltene Schwanenblume wächst, wurden Weiden jahrzehntelang gedüngt, gewalzt und gemäht. Dank der Renaturierung kann sich die Natur wieder frei entfalten. Allein über 30 Libellenarten zeigen, dass hier das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Im Oder-Delta treffen zwei Farbvarianten des europäischen Bibers aufeinander. Der braune Elbe-Biber aus dem Westen und der schwarze Woronesch-Biber aus Osteuropa. Die beiden sind Geschwister. Sie werden noch ein weiteres Jahr zusammen in der elterlichen Burg leben. Einiges haben sie schon gelernt. Zum Beispiel, wie man ein Loch in der Burg stopft. Seit kurzem ist es ungewöhnlich hell in der hinteren Kammer.
Zwar ist es diesmal das Kameralicht, aber das spielt für den Biber keine Rolle. Draußen gibt es genügend geeignetes Baumaterial, um eine neue, stabile und dichte Wand zu bauen. Es dauert keine halbe Stunde. Der Amazonas des Nordens. Der Naturpark Peenetal ist wie eine Brücke für Tiere und Pflanzen zwischen der Müritzregion und Usedom. Das gesamte Oder-Delta ist bekannt für seine reichen Fischgründe. Der überschwemmte Wald bei Anklam liegt strategisch perfekt wie eine Insel dazwischen und ist Schutzgebiet. Die Brutsaison war erfolgreich. Nun versammeln sich über 10.000 Kormorane. Seit Jahren ist die Zahl stabil. Im Oder-Delta hat sich das Gleichgewicht wieder eingestellt. Doch etwas ist anders in diesem Jahr. Es hat seit 3 Monaten nicht mehr geregnet. Tag für Tag kommen mehr Seeadler zum Toten Wald. Innerhalb einer Woche über 100. Die Hitze lässt das Wasser verdunsten. Seit Wochen sinken die Pegel. Es wird eng für die Fische. Für die Adler beginnt ein Fest. Es gibt genug Bäume hier, aber das war offenbar sein Stammplatz. Die Hitze hält an. Über die Hälfte des Stadtbruchs trocknet aus. In den verbleibenden Pfützen sammeln sich die letzten Fische. Die jungen Adler ohne eigenes Revier patrouillieren überall auf der Suche nach leichter Beute. Einen Fisch können sie aus 1 Kilometer Höhe entdecken. Die eigenen Artgenossen erst recht. Es ist ein nie dagewesenes Naturschauspiel.
Über Wochen fressen sich Adler, Reiher und viele andere satt an den eingezwängten Fischen. Gerade die Jungen können jetzt lernen, richtig zuzupacken. Wie in einem Trainingslager. Direkt aus dem elterlichen Horst mit großem Hunger haben sie das Große losgezogen. Doch sie müssen sich gegen die Älteren durchsetzen. Vier Jahre lang ziehen sie auf der Suche nach Futter durch ganz Europa. Tausende von Kilometern liegen am Ende hinter ihnen, wenn sie ihr eigenes Revier beziehen. In diesem Sommer kommen über 200 Seeadler in den Anklamer Stadtbruch. Die meisten von ihnen sind Jungvögel. Mehrere Wochen dauert das große Fressen. Bis weit in den Oktober hält die Trockenheit an. Die Pfützen sind da schon längst leer gefischt. Das Haff bietet zum Glück noch immer ausreichend Nahrung. Am Oder-Delta zeigt sich deutlich, was passiert, wenn man der Natur ausreichend Raum und Zeit gibt, sich zu entfalten. Wenn man den Mut hat, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und darauf vertraut, dass natürliche Kreisläufe irgendwann ins Gleichgewicht kommen. Dann haben Tiere wie Wisente und Wölfe, Biber und Seeadler wieder eine Chance. Dank der Arbeit von Naturschützern in Polen und Deutschland entstand eine grenzenlose Wildnis, die in Europa einzigartig ist.